Max Görner und seine Chance auf den Mount Midoriyama. 30 Sekunden. Max, feel free. Der Kamin ist noch die einfache Kiste. Jetzt kommen allein diese Sprossen, allein diese Sprossen. Das war's. Max Görner war der insgesamt führte Ninja in Deutschland, der am Mount stand. Die Reise endet auf der Hälfte an dieser Himmelsleiter. Das war eine super Reise von ihm in dieser 7. Staffel. Und ja, vielleicht wird er ja Last Man Standing. 6 Sprossen hast du geschafft an der Himmelsleiter. Das kann vielleicht noch ganz wichtig sein für den Titel Last Man Standing. Denn wir wissen nicht, wie weit es für Moritz geht. Aber erst einmal... Erst einmal unsere Athleten und das völlig zu Recht, denn du bist mit vollem Risiko in dieses letzte Hindernis gegangen. Und anders kann man es bei dem Zeitlimit, glaube ich, auch nicht machen. Ja, also ich wusste, man muss richtig schnell sein. Deswegen habe ich auch die Sprossen nicht auf Sicherheit gemacht, sondern einfach jede Sprosse nacheinander. Aber ja, wenn man einmal verkannt, dann ist man halt raus. Es bleibt total spannend. Frank hat es gerade gesagt, von dir ein unglaubliches Jahr. Vielleicht gibt es gleich die Krönung, aber das müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Ja. Geballert wie ein junger Gott. Ja, ich höre gerade von der Seite, geballert wie ein junger Gott. Ich finde das fast viel zusammen. So, Moritz kommt. Moritz! Komm dazu. Komm ganz kurz zu uns, aber eigentlich müssen wir gar nicht so viel sagen, ne? Ja. Nochmal. Dieses Jahr war als Zweiter. Ja. Also Moritz Hans. Jetzt als Zweiter am heutigen Abend nach Max Görner am Mount. Boah. Oh Gott. Man will einfach, ich kann nicht mehr viel sagen. Diese Show ist immer wieder für Überraschungen gut. Moritz? Moritz ist fertig. Okay. Schiri gibt das Go. Dann schicken wir auch Moritz Hans los am Mount Midoriyama. Auf geht's. Jetzt fällt die Entscheidung. So, Kamin nach oben, Kamin nach oben. Ja, er macht's kontrolliert. Ja, das kann von der Zeit nicht hinhauen. Das kann von der Zeit nicht hinhauen, Freunde. Er macht's unfassbar kontrolliert. Ja, aber das, vielleicht hat er irgendwas anderes im Kopf, Buschi. Ah, Last Man Standing. Okay, ja, das kann er noch schaffen. Ja. Nee. Max Görner ist Last Man Standing von Ninja Warrior Germany 2022. Moritz Hans zum zweiten Mal am Mount Midoriyama und zum zweiten Mal ist es Platz 2. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was ein Finale. Max Görner ist Last Man Standing. Moritz, komm her zu uns. Der Last Man Standing, der zweite Mount. Moritz, es sollte nicht sein. Eieiei. Das sitzt. 2 wieder am Mount. Wieder Moritz. Es ist hart zu sagen. Irgendwas hat da bei der Himmelsleiter nicht gestimmt. Was war's? Komisch angefühlt mit Sicherungsseil und natürlich auch platt und irgendwie. Und es, ich weiß nicht, der Gurt ist irgendwie. Es war Mist. Ja. Könnt ihr mich mal auflösen? Wie war es denn bei Max? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, er war schneller. Aber er war nicht oben. Ja, aber bis wohin? Sechste Sprosse. Sechste Sprosse, ja geil. Ja, super. Ja, Max, du bist jetzt Last Man Standing. Der jüngste außerhalb Amerikas jemals. Was bedeutet dir dieser Titel? Also der Titel bedeutet mir alles. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich so weit komme. Gerade nicht schon mit 19 Jahren. Ich bin einfach nur sprachlos. Und wir gönnen es dir alle von Herzen. Ja.
Mount bleibt in diesem Jahr unbezwungen, aber ein Last Man Standing haben wir. 19 Jahre jung. Max Görner, der wird das noch begreifen. Fang du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin... Wo sind wir denn noch? RTL Plus. RTL Plus. RTL Plus gibt's uns auch. Ganze Folgen, ganze Staffel. Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht's aus.